gehen wir live rein ins Spiel aus der Kaufbeuren-Energie Schwaben Arena. Der ESV Kaufbeuren in den roten Trikots von links nach rechts im ersten Drittel gegen den EV Landshut in weiß. Von rechts nach links und das Spiel läuft, Spiel 6 der laufenden Viertelfinalserie. Gestört von Cameron. Und da über David Zucker. Hier, Gorczyk vor dem Tor im Slot. Spurgeon zieht vor das Tor. Gorczyk haut drüber. Oswald. Ja, ganz wichtig, dass Langmann da die Fangern da ausfährt. Und da ist das 1:0 für den ESVK. Hanni Kraus macht's. Schön ausgespielt, diese 5 gegen 3 Situation. Ja, hat man lange gewartet. Hier Blomqvist, sucht da Johannes Kraus, der mit dem Tipp in. Keine Chance für Jonas Langmann. Ja, so spielst du 5 gegen 3, perfekt gemacht vom ESVK. Müsste das zweite Playoff-Tor von Hanni Kraus gewesen sein. Blomqvist, Postenschuss. Nachschuss-Thiel. Trifft dich halt nicht richtig. Koskin Korva. Kann er mal mit Tempo rauskommen. Keine Strafe. Koskin Korva kommt da ganz frei im Slot zum Abschluss. Scheibe frei. Und da ist der Ausgleich. Ganz einfach gespielt. Scheibe zum Tor geschmissen. Schnell reagiert im Slot. Und dann ist nach 55 Sekunden im zweiten Drittel der Vorsprung des ESVK wieder dahin. Ja, aber Bergmann zieht ab. Daniel Fiesinger lässt abprallen und Jacek Koskin-Korva durch die Schoner von Daniel Fiesinger. Gerade mal 11 Sekunden haben die Landshuter gebraucht in Überzahl. Trotzdem wenig Fehler oder kaum Fehler. Alex Tonsch, 2 gegen 1. McLaren in der Mitte, aber der kommt nicht dran, weil Schütz aufpasst. Schwarz, Bergmann, abgefälscht von Lammers und die Scheibe ist im Tor. 2:1 für Landshut. Daniel Fiesinger beschwert sich da. Ich bin da gespannt. Tor wurde gegeben auf dem Eis. Und jetzt Schiedsrichter gehen noch. Haben wir auf dem Eis ein gutes Tor. Ja, damit steht es 2:1. Für Landshut, ESVK bringt sich um die harte und gute Arbeit im ersten Drittel. Natürlich hier auch ein Stück weit unglücklich. Ja, du hast aber angesprochen, Bidul hat die Chance, ganz sauber rauszuspielen. Dann wird er gestört und so entsteht die Situation. Die Landshuter eiskalt. Linus Brandl. Kommt zu Ball und jetzt die Möglichkeit für Lewis. Joey Lewis den Alleingang. Und Parade von Langmann. Gisari, Lammers, da ist der Ausgleich und da ist Joey Lewis, der die Scheibe über die Linie arbeitet. Ja, ESVK ist da, Joey Lewis, vorher noch gescheitert, Sari, Scheibe Richtung Tor, Lammers auf Lewis, irgendwie findet die Scheibe den Weg ins Tor. Bin mir gar nicht sicher, ob Lewis dran war oder ob er nicht vom Schlittschuh eines Landshuters reingeht. Ja, genau so ist es. Tobi Echter zuletzt dran. Jetzt John Lammers gut geschrieben. Über Umwege zu Watson. Jamal Watson, 3:2. ESVK, Scheibe war irgendwo abgefälscht. Frage ist, von wem? Hier bemühen wir die Zeitlupe. Hier Jamal Watson. Oder geht sie doch durch? Nicht schwer zu erkennen. Ja, die geht durch. Ja, die geht durch. Watson, der Torschütze. Und in der 45. Minute geht der ESVK hier in Führung. Aber weiter gefährlich. Zucker.
Bleibt hängen an Kotziol. Macht von Watson und der bringt auch noch die Scheibe raus für Lemos. 2 auf 1. Lewis ist dabei. Joey Lewis. Langmann. Auswahl. Börger, nächste 2 auf 1 Situation. Links Gorczyk. 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 4-2. ESVK. Jetzt einfach genießen. Max Oswald mit dem schnellen Pass auf Spurgeon. Verteidiger geht runter, kommt aber nicht hin. Und Sebastian Gorczyk lupft die Scheibe über Jonas Langmann. Die 51 sind noch zu spielen. Lundqvist macht's clever und jetzt kann Kraus auf jeden Fall mal das Icing auslaufen, was schon mal wichtig ist. Und Laaksonen macht den Deckel drauf. 5-2, wir gehen in Spiel 7. Ja, clever gemacht von Sami Blomqvist an der Bande. Dann haben wir es leider nicht mehr im Bild. Die Spieler, die zurück ein bei den Landshuter, fokussieren sich, denke ich, zu sehr auch auf den Scheibenfilmen. Man sieht es hier, 2 gehen mit raus und hier die Laaksonen ist dann, ja, an wenigen kleinen Schwierigkeiten, dann kein Problem mehr ins leere Tor abzuschließen. Cameron kommt die Scheibe ran, die letzten Sekunden laufen runter. Und damit ist es amtlich, der ASV Kaufbeuren gewinnt Spiel 6 dieser Viertelfinalserie mit 5-2. Wir werden in ein alles entscheidende Spiel 7 gehen am kommenden Dienstag 19:30 Uhr.